Hauptsache 43 Grad. In den Dingern. Können wir die Sachen auch verbrennen? Ein Kolonist ist untätig. Wie kann das denn passieren? Jokum. Schneidern, Schmieden, Handwerk. Alle Schneidern oder Schmiedensachen oder sonst irgendwas sind zurzeit belegt? Ah ne, da hat er schon Arbeit gefunden wieder. Uma ist trächtig. Ah, 1, 2, 3, 4, 5 Katzen schwanger. Alle Hauskatzen sind schwanger. Der hat sich mit dem Generator verbunden direkt. Da war der am rumhantieren. Eingestützter Fels, da kann ich eh nichts machen. Das heißt, wenn ich den wegmache, stützt der Fels einfach wieder ein. Toll, Störung im Tiefenscanner. Da würde ich fast sagen, repariert den nicht. Ganz knapp der Kühlung hier. Minus 3 Grad, minus 2 Grad. Das ist in Ordnung, dass die Lebensmittel verdorrt sind. Das waren nämlich die, die ich hier rausgelegt habe. Beziehungsweise schlecht geworden. Minus 1 Grad bei 43, 44 Grad. Zwei Kühlungen sind ja da schon. Dann lass uns noch eine passive Kühlung hier reinsetzen. Kriegen die nämlich nicht gebacken. Ich weiß nicht mehr, ob die passive Kühlung unter 0 Grad geht. Nee, ne? Moment, wir haben zwei Bauteile. Drei brauchen wir. Wer hat hier angefangen? Larissa. Larissa schläft. Sly meint irgendwie, dass es viel geiler ist im Moment, die ganze Zeit zu schneidern. Tja, und mit dem Ding kann ich gerade nicht interagieren, weil Larissa da angefangen hat, oder? So, brechen wir das mal ab. Priorisiere, baue Bauteil. Ich brauche jetzt eine weitere Kühlung. Oh mein Gott, ich werde von Mechanoiden angegriffen. Obwohl, das gibt gut Plastahl, aber die kommen von der scheiß Ecke. Ah, nee. Gar nicht mal so verkehrt. Die Reichweite könnte ein Problem werden.
Inferno-Kanone, Raupe, schwere Energieblaster. Was macht die Inferno-Kanone? Eine Artillerie mit Brandgeschossen im Miniaturformat, hergestellt von Mechanoiden. Das ist super kacke. Dann sollten wir auf keinen Fall im Lager kämpfen. Oh mein Gott! Ah! Zieht euch zurück! Rette ihn! Nein, Mia! Nicht die mit dem Gehirnschaden! Wo ist Brick? Hol die MP-Granaten. Mie wurde erschossen, ey. Bennett brennt. Wo ist der, der die EMP-Granaten geholt hat? Das war Jokum, ne? Larissa muss mal schnell... Wer würde als erste sterben? Go, go, go. Wenn die hier um die Ecke kommen.
weg, 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 weg. Vor allem jetzt muss der scheiß andere da so weit hinten stehen, ne? Da kriegt die Krise. Oh, Brick, ich weiß, du bist kein Nahkämpfer. Ich meine, du bist ein Nahkämpfer, du bist kein Fernkämpfer, aber du musst jetzt mal eine Fernkampfwaffe gerade in die Hand nehmen. Das ist so kacke, ey. Ich hab den falschen hier unten. Komm, go, go, go. Die Taktik könnte funktionieren. Immerhin regnet es noch. Komm, 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 weiter. Ja, ja, ich hab beide im Stun. Wie angepasst. Ich sag nicht, die können dem Stun entkommen. Beschmeißt du mit den scheiß EMP-Granaten, ey. Ja, der erste ist down. Zeig's dem, das Ding. Ja! So, du hast keine unmittelbare Gefahr. Leider doof, dass Mie gestorben ist. Meine gute Frau. Warum stirbt nicht meine alte Frau wie Larissa? Ah, unglaublich. So, rechte Klinge entfernt.
Nicht sehr komfortabel, aber eine sehr effektive Nahkampfwaffe. Und auch abgeschaltet. Ja. Aber die war auch noch die Hauptputzerin. Schön. Da ist nämlich Stahl drin, Plastahl und Bauteile. Genau die Sachen, die ich brauche. Oh, eine Marmorskulptur, die Mo früher mal angefangen hat zu produzieren. Der ist, glaube ich, schon seit 50 Jahren tot. Da muss das leider der Pyromane machen, transportieren und reinigen, beziehungsweise Hauptreinigungskraft werden. Ersatzorgane abgeschlossen. Synthetische Organe. Gewebedrucker. Ein Arbeitstisch mit eingebautem 3D-Drucker zum Herstellen einfacher Ersatzorgane. 150 Plastahl allein für das Produktionsding. Noch mehr komplizierte Organe. Egal. Kryo-Schlafkammer. Will keiner Mie mal abholen? Ach nee, geht ja nicht. Kann ja nichts passieren mit ihr. Krematorium ist ja aus. Äsche erstmal die Leichen ein. Natürlich die Leiche, die Kleidung der Leichen.
Stühle und besonders Sessel sind für deine Kolonisten besonders, also sind um einiges bequemer, das ist richtig. Kann man dir Bitcoins spenden? Nee. Also wüsste ich nicht. Ich muss gerade mal gucken, wer. Haben wir überhaupt irgendjemanden eingestellt, dass der Kunst machen sollte? Sly. Oder der Pyromane, der zurzeit reinigt. Aber die nur langsam arbeiten kann, soll die einfach nur kleine Skulpturen herstellen, bis die 5 hat oder so. Dann können wir die immer verkaufen. Implantiere Sensenmesser-Auswuchs. Ach du Scheiße, ich kann dir das Sensenmesser einfach implantieren. Ja, mein Gott. Implantieren, ohne irgendwas zu machen. Implantiere einfache Beinprothese, nein. Aber hier kann ich auch mit dem Gehirn kann ich nichts machen. Ach so, da. Installiere AI-Persona-Core-Gehirn. Keinen KI-Persönlichkeitscore. Seht ihr den Unterschied? Nö. Gut. Dann bleibt nämlich auch mal Ton, wie ich aus dem Fenster rausklicke. Nö, bleibt nicht. Doch, es hat sich angepasst. Es ist nämlich kleiner geworden, das Bild. Im Hintergrund aktiv. Das habe ich gesucht. Schön, dass jetzt alle diese Hirschlederklamotten haben. Ein Hoch auf das menschenjagende Rudel. Ich baue doch eine Waffenkammer, wer sich gerade wundert, was ich hier mache. Zum einen für die Übersicht, was ich überhaupt waffentechnisch gerade so habe. Im Lager ist das immer schwierig zu sehen. Und zum anderen können wir, ach weiß ich, ein paar Möbel herstellen. Und ich weiß, Biber sind gekommen. Ted Notonda. Ted Notonda. So, seid gegrüßt. Geschenk anbieten. Vordere Handelskarawane. Kosten 700. Händler für exotische Güter. Ich hoffe, ich kann meine Katzen an die verkaufen. Auf jeden Fall kriege ich von denen Bauteile und ich brauche ein paar.
Die braucht ein paar Tage. Das waren zwei... Das kamen nur zwei Stunden. Und es gibt übrigens keinen Schnee mehr, weil wir haben eine Hitzenwelle gehabt. Oder haben immer noch eine Hitzewelle? Mein Gott! Deutsch. Ist das jetzt die Karawane, die ich gerufen habe? Oder ist das eine andere? Vor allem, es kommen zwei Karawanen auf einmal. Weißt du, wenn die sich nicht mögen? Ach, unser Aufseher ist gestorben mit mir, ne? Wollt ihr Katzen? Ja, ihr wollt Katzen. Nicht den Polarwolf. Katze, 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 Katze. 1000 Katze gegen Eisbär. Kittys Tequila. Ich muss sie runterhandeln auf 845, aber die haben nichts. Nicht viel, was mich interessiert. An sich haben die kaum was. Ist eins meiner Tiere gestorben? Ich hatte doch mehr als zwei Hunde, also Polarwolf und Timberwolf. Das ist in Ordnung. Ich schenke euch ein Silber. Entweder ist ein Tier gestorben oder ich habe eins verkauft. Stimmt, ich habe das Wildschwein verkauft aus Versehen. Ah, das Wildschwein war von mir trainiert. ...65-jähriger Mensch, Lehrer, geistige Arbeit, Kunstfertigkeit, soziale Arbeit, Feuerlöschen verweigert sie, weil sie ist Pyromane. Bradley, Anwerber, ein durchschnittlicher Mensch, Fernkampf, Nahkampf, fürsorglich, kann gar nichts außer kochen und kämpfen. Kann sich schon schlecht bewegen, weil... Grauer Stahl, Star, Wirbelsäule kaputt. Deshalb ist der auch so ein Schnapper bei denen. Das ist aber nicht die Karawane, die ich geordert habe. Das ist einfach nur eine, die hier vorbeikommt. Ich kann mir den eh nicht kaufen, weil Silber noch nicht in mein Lager eingelagert wurde. Aber ich könnte einen Polarwolf noch holen. Und dem, also den wieder trainieren. Auch nur Honks, ey. Die können alle nix. Also die meisten können nix. Man kann natürlich auch sagen, weil ich ihnen nichts beigebracht habe, würde ich aber so nicht stehen lassen. So, warum machst du hier den Rohstoffstahl rein? Da gehört er nämlich nicht rein.
Stahl wird ja nicht schlecht an der frischen Luft. Uran glaube ich auch nicht. Das Silber kann da rein. Holz muss da rein, weil sonst wird es schlecht, wenn es draußen liegt.